grüße Sie alle herzlich aus der Bayern-Kaserne, der früheren Bayern-Kaserne in München, die jetzt ein Aufnahmelager für Flüchtlinge ist. Und wir sind hier am Heiligen Abend, am Nachmittag des Heiligen Abends in dieses Aufnahmelager gekommen. Und es ist so richtig Weihnachten geworden heute, weil wir hier zusammen sind mit vielen Menschen, die aus aller Welt als Flüchtlinge hierher gekommen sind. Und heute, jetzt gleich, feiern wir Gottesdienst mit Ihnen. Hier sieht man Geschenke, die schon vorbereitet sind und die nachher verteilt werden. Das Schönste aber an diesem Tag heute sind die Begegnungen mit Menschen. Wir werden nachher auch noch zusammen essen. Die haben für uns gekocht und wir freuen uns schon auf die Begegnung. Und einer von denen, die hier leben, bin ich schon begegnet, nämlich der Fariba. Hallo, Fariba. Und ich wollte dir einfach vorstellen, beziehungsweise will dich selber fragen, Fariba, woher du kommst und seit wann du hier bist. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 8 Monate in Deutschland. 8 Monate in Deutschland, ja. Und vorher warst du, hast du mir, glaube ich, erzählt, in Österreich. Ja, schon, genau. Ja. Aha, also dann schon eine ganze Weile in Österreich? Oder? Ja, aha. 10 Monate in Österreich. Ja. Und hast du Geschwister? Bist du mit der Familie da? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Schwester, eine Bruder. Und jetzt wird mich interessieren, ich glaube, die Menschen, die das sehen, werden mir das auch interessieren. Was machst du so tagsüber? Wie ist das Leben hier? Redest du einfach so mit den Freundinnen, die du hier gewonnen hast? Oder ja. Hast du auch mal hier noch Gelegenheit, was zu lernen, irgendwie Deutschkurs zu machen oder ähnliches? Manchmal Deutschkurs lernen, ja. Schreiben, lesen. Okay. Manchmal mit Freunden und spazieren gehen. Ah ja, spazieren gehen. Ja. Ja, da draußen ist ja relativ viel Platz zum Umhergehen auch. Ja. Dann geht ihr auch manchmal in die Stadt zusammen? Ja. Ja, das könnte auch. Ja. Manchmal in den Hauptbahnhof, manchmal in den Bayernplatz. Ja. Und hast du das Gefühl, dass ihr hier gut aufgenommen werdet? Ja. Okay, das ist schön zu hören. Das freut mich sehr. Ich war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich möchte einfach sagen, wie schön es ist, hier zu sein. Und wie sehr es wirklich Weihnachten wird, wenn wir hier sind. Jesus und Maria und ihr kleines Kind mussten fliehen vor dem König Herodes, der das Kind töten wollte. Die sind als Flüchtlinge nach Ägypten gegangen und wurden an der Grenze nicht abgewiesen. Glücklicherweise nicht abgewiesen. Die wurden aufgenommen in Ägypten. Und ich appelliere einfach an alle Menschen hier in Bayern, an die Kommunen, die dafür verantwortlich sind, an die staatlichen Behörden, dass sie den Menschen, die hier nach Deutschland kommen als Flüchtlinge, offen gegenübertreten, dass sie willkommen heißen und dass sie auch vor Ort sich um sie kümmern, mit ihnen zusammen sind und wir uns als Land Bayern wirklich gastfreundlich auch präsentieren. Aus meiner Sicht hat das ganz viel zu tun mit der Weihnachtsbotschaft, die Liebe Gottes allen Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht hat und uns mit auf den Weg gibt, dass wir diese Liebe an andere weitergeben. Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Weihnachten.